Hallo und willkommen zurück zu Atelier Reiser 3. Wir machen uns auf den Weg in Richtung Karginseln, aber werden dabei noch eine Weile sammeln, denn wir haben richtig viel Materialien verballert in unserer Crafting Session letzte Folge, aber ich finde, es war sehr erfolgreich. Und jetzt will ich schon mal gucken. Also genau, hier kann ich mit A nur sammeln, alles klar. Ich muss gleich nochmal bei hier beim Busch zum Beispiel. Da kann ich schwingen und da kann ich auch die Sense benutzen. Pflanzenessenz. Okay. Das können wir hier machen. Achso, da kann ich nur sammeln, aber schwarzes Pulver brauche ich trotzdem. Bei den blauen Pflanzen und so, ich weiß es nicht so genau, aber ich glaube, die Pflanzen nehme ich nicht mit. So, da kann ich den Hammer nicht einsetzen. Okay. Dann nehmen wir mal den Pflanzensaft. Diese Früchte habe ich ja noch ganz gut. Kann ich hier den Hammer einsetzen? Ja, tatsächlich. Es gibt roten Staub. Den brauchen wir auch. Town und Wassermambus. Wunderbar. Wie kriegen wir Rinde dann, wenn wir ja, die Rinde abschaben hier mit der Sichel? Also getrocknetes Holz. Kann man nur sammeln. Wo bin ich jetzt eigentlich gerade auf dem Weg? Ich wollte ja auch noch mal nach oben gucken. Warte mal. Ah, wo du es gerade sagst, Claudia, gibt es ja eigentlich unterschiedliches Wetter? Habe ich noch gar nicht drauf geachtet. Das ist wahrscheinlich für später, für irgendein Event mit einer heißen Quelle. Und hier geht es weiter. Bunny. Ja, bevor der mich jetzt die ganze Zeit nervt, hau ich den mal eben weg. So, die sollen ruhig Items und so weiter benutzen. Und ich teste jetzt immer einfach mal, ich mach mal nichts. Ich mach nur normale Angriffe. Mal gucken, was passiert. So, ich achte ein bisschen auf die Lebenspunkte von Tao. Ein bisschen was verloren, aber nicht so viel. Dann versuche ich mal zu ergründen, ob jemand eine Bombe schmeißt. Eine Bombe ja nicht, aber dieses... naja, die Unis. Also nur B drücken, da zieht sich der Kampf ja auch schon ganz eine Weile. Also Tao hat sich auf jeden Fall nicht geheilt. So. Ein bisschen Essenz mit. So, was können wir hier machen? Wahrscheinlich nichts Neues. Doch. Achso, wahrscheinlich auch wieder getrocknetes Holz, oder? Nee, entzündliche, ja, Borke. Ich glaube, jetzt habe ich ein bisschen genug davon. ちゃあ、買って知ったる風景灯も大人になって見返すと発見もあるよね。物理的に新しい島も発見したしな。それもそうだ。正直、ランタン層が欲しい時はここでまとめて採取するのが楽なんだよね。いつか取り尽くさないか心配だよ。
Random Quest triggert. High Quality Materialien. Ich muss alle schimmernden Materialien einsammeln. Und da ist der Kreis. Alles klar, das kriegen wir hin. Das ist mal eine einfache Quest. Das ist nach meinem Geschmack. Die Punis gehen mir dabei auf den Sack. Aber was will man machen? So, Belohnung SP gab es dafür. Wie viel wissen wir nicht. Okay, dann mal gucken. Moment, ah doch, es ist freigeschaltet, ich dachte gerade. Gehen wir mal zu dem Kreis. Gehen hier nochmal vorbei. Hier sind mir auch eindeutig zu viele Wiesel. Ich glaube, Blumen nehme ich nur gelbe mit. Also nicht gelbe Blumen, sondern halt spezielle Blumen. Also mit Super Trade. Hä? Komme ich gar nicht hin? Alles klar. Da! Ist jetzt wieder rangezoomt. Ne, bleibt so, okay. So, das war Uni, das war Flammable Bark, genau, die haben wir ja noch nicht so oft. 22. Alles klar. Ja, von dem Zeug habe ich jetzt noch nicht genug. Haben wir das, den Stein, da haben wir das. Und da haben wir das. Also jede Menge zur Auswahl. Nehme ich mal das rote Zeug, davon habe ich nur noch wenig. Holz, ich weiß es nicht. Ich glaube, ich habe genug Holz, aber. Vielleicht liegt es an der Tageszeit, wo wir hier gerade sind, dass hier wenig los ist. Oh, bitte lass mich in Ruhe, ich will nur den Stein hauen. Dann hau ich erstmal den Stein. Okay, gehen wir hier wieder weg. Rechts geht's auch noch weiter. Bla. Nö, pf, weg. Hilfe. Alter, 1 Million Gegner. Also fast. もしかしたら仕事でも使う。あ、いや、なんでもないよ。
Oh, da sind die Pilze, die brauchen wir auf jeden Fall. Ah, nee, die kann ich gar nicht einsammeln. Da kann ich hochkrabbeln. Und da brauche ich dann aber noch ein anderes Item wieder. Mal gucken wir erstmal hier. Das ist nur Archeloas. Oh, Truhe. Hätte ich beinahe übersehen. Aquaerz. Tja, und hier... Ah, ein Seil brauche ich, alles klar. Der Ring steht für ein Seil. Warte mal, bei dieses Kleid, ist das eine Sicherheitsnadel? Fällt mir jetzt gerade erst auf. Größte Sicherheitsnadel der Welt. さすがに身長の伸びも止まったかな。 空き時間には素振りでもしておくかな。相変わらず大きな剣を使ってるよね。このスタイルが馴染んでるからな。そうだタオ。武器交換してみるか。 Burg Meteor. Da kamen wir im ersten Teil relativ spät erst hin. Vielleicht gibt es hier schon ein cooles Loot. Vielleicht gibt es auch einen auf die Mütze. Unbekannter Edelstein. Ich meine, die Truhen sind ein bisschen underwhelming, muss man schon sagen. Ne? Dafür gibt es halt viele davon. Ich glaube, hier war der Drache, oder? Also im ersten Teil. Okay, das ist alles egal. Und Wasser brauche ich jetzt gerade nicht. Da glitzert was. Erstmal hier gucken. Okay, das brauche ich beides nicht. Kann ich das fangen? Ah, wahrscheinlich mit dem Kescher, ne? Ich habe keinen Kescher. Ich will jetzt nicht mit dem Hammer draufhauen. Ja, nehmen wir uns mal den Stab. Nee, so geht das nicht. Oh, hier gibt es noch Neues. Und zwar ein Sapling Branch.
Okay, gucken wir hier mal. Oh, Flügelpflanze. Mhm. Das ist wieder egal. Handtruhe. Mit Polierpaste. Ah, hier sieht man das Symbol auf der Map. Mit einem Tier da. Naja, diese Eisenstücke habe ich genug. Spiky. Also so ein Seeigel schien das zu sein. Warum komme ich da jetzt nicht durch? Und da sind Gegner. Den will ich jetzt nicht zu nahe kommen. Aber ich bin natürlich auch gierig. Ist schon wahr. Und ich würde gerne das Fragezeichen hier mitnehmen. Damit wir uns später mal her teleportieren können. Komme ich zur anderen Seite? Sieht nicht so aus. Oder kann ich... Schwimmen? Doch, wir können ja schwimmen, ne? Wenn ich hier runter gehe. Würde keine Piranhas oder so. Brauche ich nur eine Treppe hier, netterweise. Ist doof, ne? Durch. Okay, bringt also nichts, müssen wir zu Fuß gehen. Vielleicht können wir später auch hier tauchen. Vielleicht kann ich jetzt tauchen. Naja. Das wäre Menü. Mhm. Ups. Käme man hier so hoch? Das geht auch. Ja, wenn man laufen kann, geht das. Diese dramatische Musik. Ja, so ist schlecht, wenn ihr mir den Weg blockiert. Ist besser. Hallo. Nur erstmal zum Fragezeichen. Das sehen wir später. Geplünderte Schatzkammer. Eine Truhe ist noch da. Mit 25 Kohle. Noch eine Truhe mit 25 Kohle. Noch eine Truhe mit 25 Kohl. Ja. Geschenken Gaul. Schau mal ins Maul. Lala.
Looten ist jetzt hier schlecht. Das ist doch was Neues hier, oder? Ja. Eine ausdauernde Liane. Noch eine Truhe. Beehive. Das ist noch ein Fragezeichen. Oh, schwarze Punis. Also kämpfen brauchen wir hier nicht, kann ich versuchen. Drachenstatue. So, was haben wir hier? Den Stein will ich nicht. Das, ja, vielleicht. Ja, okay, ich nehme mal das. Vielleicht hätte ich auch einmal Stein nehmen sollen, ich weiß es nicht. Was jetzt wertvoller ist. Ach so, jetzt habe ich das Teil nicht mehr. So, wo sind wir hier? Wir gehen immer weiter weg. Aber ich kann mich ja zurück teleportieren. Will ich jetzt hier im Schloss Meteor noch irgendwas sammeln? Da auf der Seite. Ich komme ja sonst nirgends weg. Ne? Also es sind ja alles nur Sackgassen. Hier oben kann ich noch mal kurz gucken. Da brauche ich dann wieder ein Seil. Eine Truhe, ach so, guck mal an. Na, 25 Kohl. Nee, Town. Ich frage mich, was es mit der Musik auf sich hat. Haben die jetzt einfach gesagt, komm, wir sind hier im Schloss Meteor und im Atelier Rider 1 war halt diese Musik hier im Schloss Meteor und das behalten wir jetzt so bei, auch wenn jetzt kein Drache mehr da ist und keine Gefahr mehr da ist. Oder kommt irgendwann später hier noch eine dicke Gefahr? Ich fürchte ja, es ist Ersteres. Dass sie einfach gesagt haben, komm, wir haben in der Region haben wir schon eine Musik dafür, die behalten wir einfach. Mir gefällt es übrigens sehr gut, dass ich jetzt hier schon Sachen sammeln kann. Nicht, weil ich dann überpowerte Sachen kriege, das glaube ich nämlich gar nicht. Ich glaube, die richtig guten Sachen kriegen wir nur mit besserem Werkzeug. Aber derjenige, der halt Bock drauf hat, schon mal ein bisschen zu erkunden, wird dann eben belohnt mit etwas besserem Zeug. Und wer erstmal so der Story folgt, der hat dann halt sein normales Zeug, was auch okay ist. So, hier ist schon der Vulkan. Kann ich mich auch noch dunkel dran erinnern. Damals waren aber hier viele Gegner. Lightning Ore, also Blitzerz, das ist sehr schön. Ja, 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 davon träumt ihr hier, aber die Blitzer-Karfunkel-Dinger. Die kann ich auch abernten. Ne? War das eben in der Region auch schon so? Ach so, ja, okay. Mal den. So. Also warte mal, da war noch eine Ecke. Da könnte natürlich noch seltenes Blut sein. Und die Truhe mit Schrottblut. Windohr, nee. Wird uns weiterhelfen. Wir können ja derzeit noch keinen Windohr sammeln. Und jetzt haben wir zumindest mal eins. Vielleicht können wir das sinnvoll einsetzen. Sorry, ich muss noch mal eben was überprüfen. War da gerade so eine unsichtbare Wand?
Ja. Nicht so ganz, aber auch hier auf dem Rückweg. Der Stein ist breiter, als er aussieht. Ups. Shimmering Materials, ja, ist klar. Machen wir einmal den. Und wo ist das andere? Da. Das 50 SP als Belohnung, das lohnt sich doch. Also nicht Kampf, Random Quest nehme ich sie gerne mit. Oh, dip 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 dip. So, jetzt ein Fragezeichen. Ja, so ein bisschen drücken, also okay, ist alles Schrott, was ich schon habe. Also genau, Landmark habe ich. Mal kurz hier. Das Gebiet ist jetzt freigeschaltet, okay. Und ich will hier schon noch ein bisschen sammeln. Lass mich in Ruhe. Ich will doch noch ein anderes Werkzeug gucken. Da ist noch was Neues. Nee, check. Ach, hier habe ich meine Ruhe. Zumindest das. So, genau. Hier mal gucken. Okay, bei den Tonkrügen ist es immer egal. Da kann ich sowieso nur sammeln. Und bei den Säcken kann ich auch nur sammeln. Alles klar. Und hier ist noch was Neues. Nee, ist auch das Alter, ist klar. Gut, gehen wir hier weg. Ein paar Knochen mitnehmen. Oh, Kristalle. Hier mit dem Hammer vielleicht was Neues? Nee, das hat man auch schon. Truhe, guck mal an. Crimson Ore. Keine Ahnung, was ich jetzt mehr brauche. Okay, gehen wir hier weiter. Bin ich hier eigentlich noch richtig? Ja. Im Prinzip sind wir ja noch auf dem Weg, ne? Kleiner Umweg. Aber wir gehen in die richtige Richtung. Oh, hier ist ein Landhai. Ja, an diese Terrassen kann ich mich auch noch erinnern. Damals gab es hier besseres Loot. Da war es aber auch später im Spiel. Ah, das sind die Dinger wieder. Moment mal. Da geht's. Also da kam ich her, richtig, ja. Oh. Ja, es war richtig was los. Ein Ingot. Grüne Kristalle, die ich nicht sammeln kann. Egal, weg hier.
Bin ich hier falsch? Nee. Okay. Da könnte ich mich durchquetschen. Das scheint auch so zu... Ah, nee, da unten ist das Fragezeichen. Trotzdem quetsche ich mich hier mal durch. Ein neuer Felsen möglicherweise. Naja, das alte Zeug. Kristalle kennen wir schon. Noch eine Truhe. Nochmal Aquaerz. Ja, die Zugbrücke. Die Sachen kann ich nicht abbauen. Keine Ahnung, wo ich da jetzt... Achso, ist so ein Umweg quasi. Keine Ahnung, warum ich hier hingehen sollte. Ist wahrscheinlich auch einfach ein Relikt aus dem alten Spiel. Was damals irgendwie eine Funktion hatte. Vielleicht mussten wir da irgendwas reparieren oder so. Und jetzt existiert es halt noch. Da komme ich nicht durch. Halt nicht. Also, da komme ich nur von der anderen. Ah, deshalb, dafür ist die Zugbrücke da. Lang. Ja. Aber die 25 Kohl mitnehmen, beziehungsweise 500 Kohl und Windohr. Das hat sich doch mal richtig gelohnt. Okay, dann können wir jetzt auch hier wieder lang. Am Landteil vorbei. Und es wird dunkel. Wer weiß, was hier für Monster lauern. Vielleicht gibt es noch Geister. So. Dahinter ist doch bestimmt was verborgen. Einmal Knochen. Nochmal Knochen. Ich weiß nicht, soll ich jetzt die ganzen Knochen mitnehmen? Nochmal drei Stück auch direkt. Und eine Truhe mit... Tall Town. Ist nicht zu verachten. Wir haben noch nie Tall Town gefunden bisher. Also wir, doch, wir irgendwo haben einen Tall Town haben wir in unserer Kiste, aber ich weiß nicht, wo ich den her habe. Jetzt sind wir wieder in zivilisierteren Landen. Random Quest, aber was? Achso, da will jemand das von uns. Was können wir denn gegen dich tun? Wir können alle unterschiedliche Sachen auswählen in diesem Teil der Welt. Hast du kurz Zeit? Kannst du mir helfen, ein paar Sachen in diesem Gebiet zu sammeln? Mir sind sie ausgegangen. Ancient Pillar. Qualität über 30. Ja, versuche ich mal. Ist diese Region oder meint er, aber in der anderen, da gab es keine Ancient Pillars. Also wenn, dann muss es hier irgendwo sein. Das
Das waren Ancient Rocks, ne? Ich guck mal eben in meinen Korb. Oh, 16 Sachen passen übrigens noch rein. Keine Ahnung. 5 Honig bekommen wir, wenn wir es schaffen. Das ist ja lohnenswert. Genau, das ist ein erodierter Stein. Das hier könnte eine Säule werden. Nee. So eine Liane. Da muss ich gleich was wegschmeißen, wenn ich hier keine Säule finde. Da sind Ancient Pillars. Ah ja, hier ist auch Quest-Item noch markiert. Also einfacher geht's wirklich nicht. Oder muss ich das nur abbauen? Machen wir so. Okay, das zählte. Achso, das waren jetzt andere Steine, die ich bekommen habe. Da gab es tatsächlich Ancient Pillar. Da habe ich gar nicht so drauf geachtet. Finde ich übrigens eine gute Idee mit diesen Random Quests. Nicht, dass ich sie dauernd machen werde, aber dass man die Option hat, ist doch schön. Man muss es ja nicht tun. So, der hat gar nichts. Der ist nicht so doll, der ist nicht so doll. Bitteschön. Fünfmal Honig und 10 Hitpoints für Claudia. Für immer. Ich gehe jetzt noch zum Fragezeichen, danach muss ich mich zurück teleportieren, weil unser Korb voll ist. Und ich bin mal neugierig, wie viel passt überhaupt jetzt rein? Also es sind mal 5, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 sind 100. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 200. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 20. Ja, 300 Sachen passen rein. Er war auf einer Vergnügungsreise auf der Kurkeninsel und dann musste er plötzlich abhauen. Erst wegen der Inseln, die da aufgetaucht sind, dann hat er das Erdbeben. Er ist jetzt total verängstigt. Okay, nochmal wieder schimmernde Materialien sammeln. So, Korb ist voll. Nee, ach, das zählte gar nicht. Hä? Ach so, in dem Bereich nur. Qualität. Ah, ich weiß nicht.
sind nochmal wieder 50 SP. Ja, dann gehen wir mal kurz zurück. ここにしよう。たまに懐いてくる魔物がいるのよね。出入りしすぎて仲間と思われてるとか。 So, was sagt die Truhe? Okay, 850 haben wir jetzt eingesammelt. Das ist kein Akt. So, wir waren eben Weißberg Vulcano. Und dann sind wir jetzt auf der Traveler's Road wieder, oder? Da. Ja. Wertvolles Zeug, also muss ich alles mitnehmen. Hier. Und das scheint auch nur einmalig da zu sein, das gelbe Zeug. Oder? Kommt das irgendwann wieder, wenn ich hier nochmal wieder hergehe? Pfirsiche, sehr gut. どんな素材も無駄にならないからね。この辺りは甘い素材がたくさん取れるんだよね。みんなで取りに来たの懐かしいな。さあさあ集めちゃいましょうね。 Oh, das ist neu. Honigameisen, direkt 25 Stück. Oh, und hier sind Blitzsteine. Sehr gut. Im Prinzip braucht man jetzt nur noch ein gutes Gedächtnis. Dass man irgendwann weiß, oh, ich muss noch Blitzsteine sammeln, die waren genau da und da. Wasser. Bokenが俺たちを呼んでるぜ. Ja, du bleibst da, wunderbar, kann ich das gelbe Zeug mitnehmen. Das ist ein Lagerfeuer auf der anderen Seite. Können wir da auch rasten? Ging das? Wo war das da? Können wir was kochen? Alles klar. Stärke verbessern für 5 Minuten. Angriff verbessern, Erfahrungspunkte mehr, Kohl mehr, Defense mehr.
Ja, jetzt für 5 Minuten, okay. Wollen wir jetzt aber nicht. Ja, toll. Ich kam nicht weg. Jetzt komme ich weg. Ich will jetzt nicht schon wieder die Honigameisen. 25 Stück reichen mir erstmal. Achso, da kann ich eh sammeln. Das war gar nicht der Baum. Und hier kann ich... Ah, da. Ich nehme das mal mit. Das Flattervieh ist ziemlich dumm, ne? 物理的に新しい島も発見したしな。えい。それもそうだ。Hilfe. Ich will noch mal gucken, was für Holz es hier gibt. Ist das wirklich nur Tough Lock? Ja, okay. Ah, jetzt entfernen wir uns wieder vom Ziel. Und wenn ich jetzt hier Sachen verpasse, Truhen oder so, ist auch nicht schlimm. Ich komme hier später nochmal wieder, wenn ich kampfbereit bin gegen diese dicken Monster. Flower Gardener besiegen, um Gottes Willen, auf keinen Fall. Links wird der richtige Weg sein und okay, beide Wege führen zum Ziel. Jetzt nochmal runter, will ich da hin? Da sind Pilze. Und solche Steine, genau, Blitzsteine wieder. Hoffentlich was Schönes. Ne, die interessieren mich gar nicht. Ja, doof. Ich dachte, ich kann die großen abernten, aber war nicht so. さすがに身長の伸びも止まったかな。言われてみれば。なんかもう昔の。Oh, da gibt's Bernstein. Sieht jedenfalls so aus. すごく舐めてみたいんだけど。Oh, und Felle. さすがに地面に溜まってるのはね。うん。僕も考えたことはあるけど、さすがにね。 Ja komm, davon nehme ich nochmal eine Ladung mit. Und hier an Bernstein komme ich nicht ran. Vielleicht kann man das gar nicht mehr abernten, vielleicht ging das nur im... Was ist das? Hä, was habe ich gemacht? Ich sollte später nochmal wiederkommen. Du glaubst doch nicht im Ernst, dass ich mir das merken kann. Zettel. Felle. Oder man kann hier später erst irgendwas machen.
Okay, und es sieht auch aus wie eine Sackgasse. Ich komme da wohl. Na, komme ich darüber? Ich muss es zumindest mal einmal angucken.旅先で歴史のある遺跡とか遺物と出会うのが一番の楽しみだね。私も面白い素材に出会っていろんな調合をするのは好きだな。面白いものを見つけたらトークンに送ろうかな。 Nee. Achso, warte mal, da oben rum. Nee, bringt mir auch nichts. Oder? Dann ab 2. Es kann sein. Ich muss noch einmal kurz zurück. So ein kleiner Süden abbiegen. Ah, Leute. Ja, aber hier ist wieder Bernstein, was ich nicht abbauen kann. Das Zeug. Hilfe. Ich muss nochmal eben Waffe wechseln. Werkzeug wechseln. Unbekannter Edelstein wieder. So, also mal gucken, was habe ich hier. Genau, da kann ich sowieso nur sammeln. Ich will nochmal zu dem Bäumchen, das es jetzt genau gab. Okay, das war dasselbe wieder, diese Beehives. Und Feuerameisen habe ich genug, Beehives habe ich jetzt erstmal genug. Random Quest. Schon mal die Materialien sammeln, alles klar. Hilfe! Das ist schwer da ranzukommen. Gibt auch nur 50 SP Belohnung. Ich gehe mal. Oder mal so rum. Ja, sehr gut geschafft. So, und jetzt wollte ich mich hier sowieso wegbewegen. Ja, 4 Truhen habe ich übersehen. Das ist nicht schlimm. Die Landmarks habe ich gefunden. So, Traveler's Road geht's weiter. Jetzt nach Süden. Guck mal, ist das hier wieder goldenes Zeug. Also das ist ja richtig eine Schatzkammer hier. Ups. Komm ich nicht hin. So, mit nach Süden. Okay, da brauche ich ein Seil, um weiterzukommen. Nee.
Dann muss ich da oben irgendwo lang. Später mal. Das heißt, wir müssen jetzt den normalen Weg gehen. Oh ja, hier war noch. Ja, namenloses Gras. Oder. Ah, guck mal, Baumwolle. Oh ja, das ist wichtig. Ich muss hier noch ein bisschen bleiben. Die Büsche, wir brauchen viel Baumwolle. Damit wir uns Rüstung machen können und so weiter. Und jemand hat eine Quest für uns. Ich sehe ihn nicht, aber er steht, wenn dann auch sehr ungünstig. Oder. Ach, Defeat a Group of Monsters. Nee, danke, lass mal. Heute mal ausnahmsweise nicht. Oh ja, das brauche ich auch. Glaube ich, oder nee, weiß ich gar nicht, ob ich das brauche. Oh, hör mal auf zu jucken hier. Ich will noch mal gucken, was ich sonst noch looten kann hier. Okay, das ist egal. Wahrscheinlich ist die Sense hier besser, die Sichel. Bin mir da aber nicht sicher. Da leuchtet's. Das ist aber normales Zeug. Ja. Waffenwechsel. Jetzt haben wir so. Geht auch nicht. Oh! Hätte ich den Stab gebraucht oder wie? So zu dritt geht das, wenn noch alle leben mit dem Weglaufen. Wenn die anderen beiden die Monster ablenken, dann kann ich in Ruhe weglaufen. デジタル空間島も大人になって見返すと発見もあるよね。物理的に新しい島も発見したしな。それもそうだ。それ。陸路で空間島に来る人は大抵ここの道を使うみたいだね。 Obwohl, ich nehme noch mal Steine mit. Brauche ich die? Ich weiß es nicht. Okay, da in der Mitte ist irgendein Fragezeichen. クリント王国時代から残ってる遺跡なんでしょ？うん。まあ普通の民家の廃墟が残ってるだけのなんてことないものだけどね。えい！Da rechts geht's noch irgendwie rüber. Komme ich da hin? Oder brauche ich dann ein spezielles Item?空き時間には素振りでもしておくかな。相変わらず大きな剣を使ってるよね。このスタイルが馴染んでるかな。武器交換してみるか。
Und hier geht's im Süden weiter. Ups, was Neues. Feldsalat, würde ich vielleicht mal sagen. Also eigentlich Hügelkopfsalat. Das ist das wieder. Oder Alternative wäre das Unkraut. Ja, dann nehmen wir den Lettuce mit. なんかもう昔のタオが思い出せねえよ。それ。島から比較的近いのに、ここに村があった町を島の人は誰も知らないんだよね。 Oh, die sind schnell. Oh, Korb ist voll. Ja. Fragezeichen ist weit. Dann gehe ich jetzt eben direkt zum Atelier. Wir sind im Abandoned Village. Okay. Nanda? Raisa tachi ni hajimete atta no ga kono mori datta ne. Okay, jetzt aber alles Fragezeichen. Das heißt, wir machen hier nochmal Traveler's Road weiter. Rikuro de Kuken-tou ni kuru hito wa taitei koko no michi o tsukau mitai da ne. Ich glaube, Leute, die zwanghaft jedes Monster bekämpfen müssen, haben hier ein kleines Problem. Und Leute, die zwanghaft alles mitnehmen müssen, so beim Sammeln, haben auch ein Problem. Es ist einfach zu viel von allem da, ein Überangebot. Hier kann ich keine großen Abstecher machen. Wo muss ich überhaupt zur grobe Richtung? Weiß ich auch nicht. Nee. Grobe Richtung Westen. Also hier werde ich kaum was looten. Lala. Süden bringt mir das irgendwas? Ja, da ist auch ein Weg. Aber interessanter ist, glaube ich, hier Richtung Westen. Das. Ich dachte, das wäre eine schöne neue Pflanze. Eine nicht so schönes neues Monster. Alles alt bewährt hier, naja. Katte Stadl Kuhkentomo. Otonaninate Mikasto, Hacken Mario, ne? Bösli Techni Atarashi Shimamo Hacken Stasina. Sore Mosoda.
Quest, was für eine Quest? Irgendjemand will was von uns? Ja, wir haben Zeit. Er will was gesammelt haben. Forest Sage. Keine Ahnung, wo ich das finden kann, aber weit kann es ja nicht sein. In der Regel wird es ja auch markiert, hier sogar. Oder ich brauche besseres Werkzeug, um das finden zu können. Das kann natürlich auch sein. Oh, Windsteine, ne? Ja. Winderz. Sehr schön. Dann haben wir jetzt alle Elemente. Mein Forest Sage wird ja, wenn denn, wohl eher im Wald sein. Das könnte natürlich auch hier bei diesen Bäumen sein. Aber ich glaube, das ist ja einfach ein Kraut, also ein Strauch. Mich aber auch irren. Sasuga ni shinchou no nobi mo tomatta ka na. Iwarete mireba. なんかもう昔の田尾が思い出せねえよ。いいもの手に入るかな。あ、ねえ。うそ。 Ich muss hier weg und gleichzeitig Forest Sage suchen. Da ist so ein Brunnen. Das könnte Forest Sage sein. Nee, ist was anderes. Bambus irgendwie. Wasserbambus, auch gut. Unibaum. Leisa,なら有効活用してくれるよね. Noch mehr Knochen brauche ich jetzt wirklich nicht. Ich fürchte, wir können Forest Sage noch nicht sammeln. Unserem Werkzeug. Oder hier? Nee, das ist Spinnenwebe. Da unten. Also die Musik ist ja mal hier sehr hübsch. In dem Spiel. Aber sie passt nicht zu dem, was wir gerade tun. Wir können uns hochziehen, klettern, alles klar.
Achso, ich muss A drücken einfach. Juhu. Und dann nichts mehr machen. Jetzt nochmal A drücken. Bambus, ja. Tabisaki de, Lexi no aru Iseki toka, Ibutsu to deau no ga ichiban no tanoshimi da ne. 私も面白い素材に出会っていろんな調合をするのは好きだな。面白いものを見つけたらタオ君に送ろうかな。それ。お、hier ist was Neues. Smoke Signal Flower. Also Rauchsignalblume.Kann ich mich jetzt hier einfach runterfallen lassen wieder? Warte mal, hier geht's ja noch weiter. Ich bin auf der Map gesehen. Oh nein, Monster. Mitsuketa. Tja, sonst ist hier nichts. Kann natürlich auch an der Tageszeit liegen mit Forest Sage, ne? Ja, lang da rechts. Also noch Pflanzen. Softtail. この時間は気温が高くて体力が回りやすい。気をつけろよ。Kann ich mit A nur sammeln, ne? Okay. Das ist neu. Wenn mich das Viech in Ruhe lässt, kann ich da gleich mal hingehen. Ja. Das ist genau sein. Ah ne, er kommt doch weiter, ja. Komm, gut. So, war das mit A sammeln? Ja. Mispelsamen.
Tja, hier ist was für später, würde ich mal sagen. Bäume. Ach so, oder Forest Sage kommt auch von Tieren, kann natürlich auch noch sein. Was ein bisschen ungewöhnlich wäre, aber es könnte sein. Monster besiegen, dann danke. Ich habe schon einen Aufkleber auf meine Jacke. Monster besiegen, nein, danke. Oh, Truhe. Ohne diese Check-Anzeige hätte ich die gar nicht gesehen. Nee, hau ab, du Viech. Wo muss ich denn jetzt hin? Ich kann auch da runter, so, aber naja. Ja, das Zeug würde ich noch mitnehmen. Das bei den weißen Büschen. Ich höre nur noch Weep, Weep, Weep. Den Busch haben, aber egal. Dann gehe ich halt. Stab. Okay, und dann sind wir jetzt fast am Ziel. Oh, die Folge schon bei 1 Stunde 20 Minuten. Okay, dann machen wir es anders. Dann gehe ich jetzt nur noch mal nach Süden. Wir sammeln weiter. Das Ziel machen wir in der nächsten Folge. Dann ist das eine reine Sammelfolge heute. Oh ja, hier. Ach ja. Die haben auch zerbrochene Schwerter gedroppt oder so, ne? Wenn ich mich recht entsinne. Und unsere Quest ist weg hier mit Forest Sage sammeln. Naja, macht ja nichts. Das ist ein neues Holz, meine ich.
oder? Das haben wir auch schon mal gehabt. Ich nehme jetzt erstmal die nochmal. Palmfrüchte. Und dann haben wir die Rinde. Hilfe. Also, er scheint gar nichts Gutes zu sein. Ist es sinnvoll, hier zu schwimmen? Zu tauchen wahrscheinlich später, ne? Oh ja, hier war das Tor zur Unterwelt. Also da hinten durch, Kathedrale und so. Und da brauchen wir ein Seil, um hinzukommen. Okay. Aber wir haben Landmark freigeschaltet, das ist erstmal das Wichtige. Hier waren damals auch jede Menge Monster. Okay, da geht's nicht weiter. Und hier ist dann halt wieder Seil-Action gefragt. Diese Dinger haben jetzt auch nichts Neues. Achso, doch, da komme ich rüber. Das ist eine Truhe. Aquaerz. So, der versiegelte Altar. Ich hab mich etwas verschätzt. Nicht tothauen. Okay, das Weglaufen klappt echt super. Okay, nee, gibt's gar nichts. Ja gut. Nee, doko ni iku no sa? Koko ni shio. Kuraku natte kita ne. Raiza tachi ni hajimete atta no ga kono mori datta ne. Natsukashii na. So, was sagt jetzt die Truhe? Naja, 1300 sind jetzt drin, okay. Wir haben ein paar SP bekommen, kann ich jetzt noch SP ausgeben? 1100 habe ich, das ist schön.
Das waren 1200. Ja, Crystal, Core Crystal Modification, das brauchen wir im Prinzip eigentlich noch nicht. Das wäre interessant, mal zu wissen, was das ist. Key Modification. Wir haben ja so einen Schlüssel bekommen. Genau, das wird doch damit irgendwas auf sich haben, oder? Ganz am Anfang des Spiels haben wir so einen Schlüssel bekommen. Hier ist die Quantität der gesammelten Gegenstände ist mehr. Noch mehr Sachen. Ich habe jetzt schon so viel gesammelt. Und da ist Dramata Qualität. Und Waffen. Waffenrezepte. Ja, da werde ich jetzt auch noch nicht so viel Material haben, denke ich. Das interessiert mich mal. Und das machen wir aber auch Anfang nächster Folge. Gucken wir hier nochmal, was verbirgt sich hinter diesem Teil. Also bis dann, macht's gut. Tschüss.